Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir befinden uns aktuell auf einer Farm und arbeiten hier jetzt schon seit gut 2 Wochen. Die befindet sich im Norden von Victoria. Und wir haben uns gedacht, dass wir euch heute mal unseren Arbeitsalltag hier auf der Farm zeigen, was wir den ganzen Tag hier so machen, was wir für Aufgaben haben. Und ja, viel Spaß bei diesem Video. So sieht das Ganze hier übrigens aus auf dem Feld. Wir haben 4 Wege, in denen wir dann gehen können und 5 Reihen, in denen Zucchinis wachsen. Und immer 2 Reihen oder 2 Wege sind voll mit Zucchinis, die zu groß sind. Also bei uns wurde erklärt, es gibt Zucchinis, die Übergrößen haben. Und die erkennt man daran, dass sie einfach viel zu breit und viel zu lang sind. Zeige ich euch gleich mal eine. Und die sollen wir gleich in einer der 2 Wege werfen und da verrotten die dann. Und ansonsten sind immer 2 Wege frei, wo wir mit der Schubkarre lang gehen können. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Was übertrieben stört, sind Fliegen, wie man hier gerade unschwer erkennen kann. Und davon gibt es hier so viele. Fliegen und Mücken. Ihr werdet den ganzen Tag bei der Arbeit gestört, angegriffen, gestochen. Ich hatte den einen Tag einfach über 50 Mückenstiche. Mein Bein ist einfach richtig blau, weil es so gejuckt hat. Und ja, das ist halt richtig ätzend. Und was wir gelesen haben im Internet ist, dass man keine schwarzen oder weißen Klamotten anziehen soll zum Arbeiten, weil die wohl extrem die Fliegen anziehen. Deswegen haben wir hier auch so Neon-Orange und Blau an. Aber naja, ob es was bringt, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall war das richtig schlimm mit den Mücken und den Fliegen und ist es auch immer noch. Die Zucchini müssen wir uns einmal bücken, greifen in die Pflanze rein. Drehen das Ganze, dann ist die Zucchini abgerissen. Mit dem kleinen Finger schnipsen wir die Blüte weg. Und dann sammeln wir hier 6 oder so viele Zucchinis, wie wir mit einer Hand tragen können. Und packen sie dann in die schwarze Boxen. Genau. Und wenn dann, wenn wir die da reingetan haben, ziehen wir die Schubkarre weiter. Und gehen so einmal das komplette Feld lang. Und wir machen pro Tag ungefähr 1,5 Felder. Ja. Genau, Jan macht das nämlich auch ein bisschen anders, als ich es tue, weil er hier durch die Wege gehen muss, wo die verfaulten Zucchinis drin liegen. Deswegen schiebt er die Schubkarre immer auf der anderen Seite lang und pflückt immer ein paar mehr, geht dann zur Schubkarre zurück. Ich zum Beispiel ziehe die Schubkarre durchgehend hinter mir her, weil mein Weg hier ja auch frei ist, und pack die Zucchinis immer direkt rein, weil ich auch niemals im Leben so viel tragen könnte, wie er es macht. Mir würden die runterfallen. Wir haben euch jetzt mal ein paar Beispiele rausgesucht. Die Zucchini hat zum Beispiel Stretchmarks, hier diese kleinen Dinger. Die können wir nicht mehr benutzen oder die entspricht nicht den Erwartungen des Kunden. Muss leider weggeschmissen werden. Die Zucchini sieht richtig gut aus. Keine Kratzer, keine Stretchmarks. Ist leider zu breit. Hier unten ist sie leider zu dick. Muss auch weggeschmissen werden. Die Zucchini ist unten, also verläuft nicht rund, sondern spitz. Und werden wir wahrscheinlich auch wegschmeißen müssen. Weil die Form einfach nicht schön ist. Ja, weil die Form einfach nicht schön ist. Und ein anderes Beispiel, also die Form ist überhaupt nicht schön. Und die muss auch weg. Ja, also manchmal haben wir echt skurrile Zucchinis. Auch riesengroße Zucchinis, also könnt gar nicht vorstellen, wie groß manche sind. Und die müssen auch weggeschmissen werden. Ja, die entsprechen dann einfach nicht den Erwartungen des Kunden und deswegen können sie weg. Ein anderes Beispiel. Wenn die zu extrem nach unten spitz werden, muss alles weg. Pointy End, sagen die dazu. Ah, die behalten wir, oder? So, eine Kiste ist jetzt komplett gefüllt. Jan ist so lieb und stellt die jetzt an den Straßenrand, weil für uns ist es einfacher, wenn wir das Auto dann am Anfang, okay, jetzt sind wir ein bisschen weiter reingefahren, aber wenn wir das Auto dann da stehen lassen oder den Jute, die Kisten, wenn sie voll sind, einfach immer hier an den Straßenrand stellen und ganz zum Schluss fahren wir mit dem Jute einmal hier die ganze Straße lang, sammeln alle Kisten ein und dann fahren wir zurück. Weil würden wir jedes Mal mit den Kisten gleich zum Auto rennen und sind gerade meinetwegen da hinten, dann würde das halt total den Aufwand machen.
sieht ungefähr das Auto aus, wenn es vollgepackt ist. Ja, unten ist Platz für 15 Boxen, die sind auch alle vollgeladen. Hier oben Platz für 8 Boxen. Und hier eigentlich jeweils in jeder Gitterbox sind ungefähr, ja, für 10 Boxen sind da Platz, jeweils. Allerdings können wir die Boxen nicht so hoch stapeln wie bei den anderen Zucchinis. Und deswegen nutzen wir die auch nicht so oft. Den Job über Facebook gefunden und das können wir eigentlich bisher echt jedem weiterempfehlen. Guckt bei Facebook in den Gruppen nach Jobs, nach Autos, was auch immer, weil wir hatten nicht so gute Erfahrungen mit Gumtree gemacht. Also voll viele empfehlen ja Gumtree weiter. Das ist ja sowas wie bei uns in Deutschland eBay Kleinanzeigen. Aber ehrlich gesagt sind wir da nie fündig geworden. Es hat sich eigentlich so gut wie nie jemand zurückgemeldet bei Gumtree, den wir angeschrieben, angerufen oder was auch immer haben. Und bei Facebook, also das Gute ist halt auch bei Facebook, wenn man nach Jobs sucht, dass die meistens von anderen Backpackern vermittelt werden und man dann mit denen schreiben kann, was sie so für Erfahrungen bei ihrem Job gemacht haben hier. Und wenn man sich bei Gumtree bewirbt, ist es ja meistens so, dass die Jobanzeige von dem zukünftigen Boss dann oder von dem, der wirklich Leute sucht, meistens gescheitert wird. Und die werden einem natürlich nur was Gutes sagen oder sagen, dass der Job gut ist und sowas. Und man hört halt nicht, was das noch so für Schattenseiten hat. Und ja, so haben wir es halt auch gemacht. Wir haben den über Facebook gefunden und haben dann einen Jungen angeschrieben, der hier vorher gearbeitet hat. Und ja, der war auch ziemlich ehrlich, was wir jetzt im Nachhinein rausgefunden haben. Die Farm beschrieben hat, der hat da auch schon vorher gesagt, dass es hier relativ dreckig ist. Der Farmer war total nett ist und so ist es auch wirklich. Und der Job ist halt auch anstrengend, das muss man schon sagen. Also Zucchinis pflücken geht total auf den Rücken und wir haben mega Rückenschmerzen, haben uns deswegen auf Wärmesalbe jetzt geholt. Ja, aber das Waschen und Schneiden, das ist vollkommen in Ordnung. Und wir sind halt total zufrieden, weil der Farmer total nett ist und wenn wir irgendwelche Probleme haben oder irgendwas nicht wollen, das lässt er halt mit sich reden. Und ich denke, das hat man auf so einer großen Farm nicht so, dann wird man halt schnell mal gefeuert. Die Aufgabe besteht darin, eine Zucchini aus dieser großen Wanne rauszunehmen, dann den Stängel abzuschneiden. Dann nehme ich dieses Lineal hier, das ist unterteilt in Small, Medium und Large. Anhand des Lineals kann man halt sehen, welche Größe die Zucchini hat. Dazu halte ich die Zucchini daneben. Den Stängel nimmt man nicht mit beim Bemessen. Und dann sehe ich, dass die Zucchini die Größe Medium hat. Und dann tue ich die in die Wanne, in der nur die Mediums sind. Das ist in dem Fall die große hier. Ansonsten haben wir noch Small und packen die in die Wanne. Und hier die Wanne für Large. Und Jan nimmt sich dann aus der jeweiligen Wanne die Zucchini raus, wischt sie hiermit und sortiert sie dann da in die schwarzen Boxen. So, wir haben jetzt den Arbeitstag für heute erstmal hinter uns gebracht, sind auch richtig kaputt jetzt. Und für uns geht es jetzt noch in die nächstgelegene Kleinstadt, weil wir noch ein paar Lebensmittel kaufen müssen. Und wir gehen im Park trainieren, weil seit wir hier sind, sind wir eigentlich relativ motiviert, also obwohl wir arbeiten, zu trainieren. Und das Coole ist, es gibt hier in den Parks überall so Fitnessstudios im Freien sozusagen, wo man mit seinem eigenen Körpergewicht trainieren kann. Jetzt nochmal den Park, in dem wir gut jeden zweiten Tag sind. Hier sind überall Bänke. Da hinten noch ganz viele mehr. Also das geht da noch einmal so rum weiter und da sind überall noch Bänke. Und da ist so eine kleine Grillhütte mit einem Gasgrill. Kann man auch alles hier kostenlos benutzen und spülbecken.
hier ist so ein kleines Fitnessstudio, so ein Outdoor-Fitnessstudio. Da trainieren wir dann auch immer. Deswegen sind wir eigentlich hauptsächlich jeden zweiten Tag hier und zum Einkaufen. Ja. Da oben ist noch ein Skaterpark. Komischerweise sind irgendwie in Australien überall Skaterparks, aber in den Skaterparks fährt niemand mit dem Skateboard, sondern alle mit dem Cityroller. Kennt man aus Deutschland irgendwie gar nicht. Oder beziehungsweise gar nicht mehr. Hier ist so ein kleiner Teich. Oder ein großer Teich. Und ein kleiner Springbrunnen drin. Da hinten sind öffentliche Toiletten. Das gibt es übrigens in Australien irgendwie überall. Das kennt man ja aus Deutschland gar nicht. Da musst du ja wirklich für alles Geld bezahlen. Und überall in Australien sind öffentliche Toiletten umsonst. Und die sind auch einfach überall. Auch schon ins Bett, weil wir morgen wieder früh aufstehen müssen und wieder arbeiten dürfen. Aber naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich denke, ihr habt einen ganz guten Einblick in unseren Arbeitsalltag hier bekommen auf der Farm. Und ja, dann gute Nacht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!